Sieht ganz gut für dich aus. Wirklich, Mann. VWBD ist stolz auf mich. Und Monika, meine hübsche Assistentin, hat eine besondere Überraschung für dich. Er gehört dir, Carla. Lass noch was an ihm dran. Er hat noch einige Mega-Races vor sich. Okay, Lance, wir werden versuchen, unsere Wallace zu zügeln. Du hast sie alle besiegt, Entsorger. Deinetwegen tue ich diesen Job. Ein kleiner Scherz. Nun sieh dir diese drei mysteriösen Mega-Race-Türen an. Besorg dir nur deinen Preis. Such dir eine Tür aus. So, und da sind wir zurück. Herzlich willkommen zum mittlerweile vierten Teil meines Let's Plays Mega Race 2. Und das Problem mit der DOS-Box ist überwunden. Ihr habt die Zwischensequenz nach dem ersten T-Bad-Rennen gesehen. Und nun sind wir wieder hier und können uns eine Tür auswählen. Ich würde sagen, da wir beim letzten Mal die 3 gewählt haben, wählen wir jetzt mal die 2. Minenwerfer MK2, Kapazität 4. Das scheint ein anderer Minenwerfer zu sein. Gucken wir mal. Danke, Kati. Wir machen eine Pause, Leute, damit unser Draufgänger mit seinen Waffen klarkommt. Auf zum Repariershop. Hier ist Mega Race 2. Ich bin Lance Boyle und es ist Ihr Problem, dass Sie mich sehen. Okay. Es ist also mein Problem. Wunderbar. Können wir uns überhaupt Minen für den erweiterten Minenwerfer kaufen? Ach, das sind dieselben. Ach, jetzt habe ich den zweimal. Ja, gut. Nein. Ich muss dieses M sein lassen. Sorry, du hast nicht genug Geld. Okay, wir haben also durch das Rennen eben nicht mal genug Scheiße. Ja, ich will verkaufen. 500 nur. Oh. Jetzt haben wir Mist gebaut. Jetzt haben wir richtig Mist gebaut. Du kannst nicht in ein Rennen gehen, ohne ein Schutzschild zu haben. Das ist der Tod. Das funktioniert nicht. Ja, jetzt... Ach, komm. Hier. Ja, sorry. Ach, ätzend. Okay, Schutzschild. Gib mir. Ach, aufladen. Ah gut, jetzt haben wir wenigstens noch 1000. Können wir uns vielleicht den Werfer nochmal leisten? Ja. Ja, und 4 Schuss wenigstens etwas. Und ich würde sagen, damit gehen wir dann mal in die zweite Runde und versuchen weiterzukommen. Wir haben circa 8 Uhr 34 auf meiner Uhr und ich fahre natürlich hier. Ja, ist doch scheiße. Hallo? Okay, das war jetzt natürlich großer Mist. Also nochmal, wir haben 8 Uhr 35 auf der Uhr. Morgens, freitags, an meinem freien Tag. Und ich möchte natürlich versuchen, heute ein ganzes Stückchen in diesem Let's Play hier weiterzukommen. Und lasst euch eins gesagt sein. Es ist keine Garantie, dass wir jetzt schnell Tibet hinter uns bringen. Denn in allen Spielen, die ich außerhalb des Let's Play bisher gemacht habe, wurde ich nicht Erster. Das kann echt so gemein sein, das Spiel. Aber damit das Let's Play bisher ziemlich Glück gebracht hat und ich mittlerweile wieder auf dem Ersten bin. Okay, da kommt ein ziemlich rüpelhafter Fahrer. Hallo. Geht doch. Hoffe ich mal, dass es weiter so gut läuft.
Wie ich mittlerweile erfahren habe, gibt es insgesamt in dem Spiel 5 Strecken, also 5 riesige Etappen. Okay. Das nächste, was ich tue, ist, einen großen Aushang zu machen, über meinem Laptop M sein lassen. Aber ich denke mal, das kann man nicht verhindern. Und wo war ich gerade? Es gibt insgesamt 5 Strecken in dem Spiel, 5 verschiedene. Bisher, ich selber kenne nur 2. Ich kann mich jetzt nicht an eine dritte erinnern, meine aber eine dritte schon mal gesehen zu haben. So, und das Ding ist ja, wenn man Videos über dieses Spiel sucht, Mega Race 2, dann findet man eigentlich nur Videos von entweder der Schmiede oder Tibet. Und allein dafür lohnt es sich schon, dieses Let's Play durchzuziehen und alle Strecken der Öffentlichkeit bereitzustellen. Denn dieses Spiel ist öffentliches Gut. Dieses Spiel ist klassisch. Dieses Spiel ist Trash gemischt mit Action, gemischt mit, ja, meinem Jahrgang. Sagen wir es mal so. 1996 kam es raus, nicht wie von mir mal erwähnt, 97. Also ist doch schon ein bisschen älter. Und man muss sich mal überlegen, wie groß dieses Spiel ist. Es kam 96 raus, es hat 5 verschiedene Strecken und das Spiel kam auf 2 CDs. Gut, das liegt jetzt, denke ich mal, zum größten Teil an den ganzen Videosequenzen. Aber trotzdem, wenn man das mal mit heute vergleicht, ich meine, PC-Spiele kamen bis, ja, ich weiß nicht, 2006, 2007 noch auf CDs raus. Ja, ungefähr so war, glaube ich, die Grenze. Und jetzt wird es auch mal Zeit, mal ein paar Waffen einzusetzen. Was mache ich denn hier? Wisst ihr? Es läuft erschreckend gut. Aber sowas sollte man, wie gesagt, nie ansprechen. Ah! Öl! Ah, Kiste! Ach, ich habe keine Minen mehr. Ich muss auch sagen, dass der Platz auf Enter für die Minen ziemlich scheiße gewählt ist. Und mal gucken, ob ich das eventuell auch noch umändern kann. Weil man steuert natürlich mit der Tastatur. Ja, kein Controller mit der Tastatur. Und da ist es mit einer Hand schon mal nicht möglich, auf Enter zu gehen. Weil du drückst dann nach vorne, um Gas zu geben. Und da ist der erste Platz tot. So habe ich es mir gegeben. Ja, okay, Live-Versprecher sind auch so eine Sache. So habe ich es mir vorgesehen, so habe ich es mir gewünscht. Irgendwie so ein Mischmasch, wollte ich sagen. Ach, verdammt. Okay, ich krieg's für meinen ersten Let's Play, glaube ich, nicht raus. Aber ich hoffe mal, es stört euch nicht zu sehr. Wenn wir das jetzt hinter uns haben und vielleicht sogar einen guten Platz rausholen, kommen wir auch schon zur dritten Runde, was ja, wie bekanntlich, die letzte Runde ist. Und boah. Nein. Komm. Oh, scheiße, was mache ich denn jetzt hier? Ich werde den jetzt nochmal ordentlich einheizen. Ah! Ah! Ah, fuck! Ja, gut. Zweiter, damit dürfte ich mich noch gerade so qualifiziert haben, aber warten wir es mal ab. Du hast fast gewonnen, Entsorger! Du kannst es gar nicht erwarten, stimmt's? Gut, ich bin auf dem zweiten. Die ersten 4 haben sich qualifiziert. Die anderen beiden, 6, 7, sind raus. Der 5. ist jetzt raus. Und jetzt kommt, glaube ich, die Endrunde. Drückt mir alle Daumen, dass ich das schaffe, weil ansonsten müssen wir es noch wiederholen. Ich weiß nicht, wie ich das löse. Ich weiß auch gerade nicht generell, wie man das ja im Let's Play jetzt löst. Weil, wenn ich jetzt was Neueres spielen würde, da würde es einfach immer weitergehen, immer weiter. Gut, da kann man mal Game Over gehen, da lädt man den Spielstand, den man gerade gequicksaved hat. Aber das geht in diesem Spiel ja nicht so einfach. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wenn ich wirklich komplett Game Over gehen sollte, mache ich denn die 3 Rennen nochmal on camera oder, ja, spiele ich es, bis ich wieder da bin, bis ich die Runde geschafft habe und nehme ab da dann weiter auf. Hoffen wir mal, dass es jetzt gleich nicht zu dieser Überlegung kommt. Schauen wir mal.
5.500 zeigt unser Erspartes an. Ich glaube, wenn es jetzt die Endrunde ist... brauchen wir die eigentlich nicht für Waffen ausgeben, oder? Ich mach's schon mal, weil es kann ja nicht schaden. Boah, 500 pro Schuss, das ist echt imbar. Ja komm, was man hat, das hat man. Und wenn ich es nicht benutzen kann, dann kann ich es nicht benutzen. Dann habe ich es aber trotzdem aufgespart für die nächste Runde. Von daher, let's go. Keine Waffen. Da ich Zweiter war, bin ich gerade auf dem zweiten Platz. Was in diesem Rennen ohne Waffen vielleicht nicht die beste Position ist. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe außerhalb des Let's Plays schon Rennen erlebt, die ihr bisher so leider, wobei vielleicht nicht leider, noch nicht gesehen habt. Also da ging echt bis zu 5 Autos Schrott und die lagen dann kaputt auf der Strecke und jeder ist da einfach am Ende einer Runde reingefahren und da konnte sich das ganze Spiel nochmal drehen. Blöderweise meistens im Negativfall gegen mich, aber... manchmal hat man auch Glück. Man muss sagen, die KI scheint hier keinen Gummiband-Effekt zu geben. Also hier richtige KI, richtige Gegner, die auch Fehler machen. Jetzt keine... oh nein! Oh, 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 oh. Keine Dümmlichkeitsfehler, sondern richtige Fehler. So. Hey, da liegt einer, er versucht auszuweichen. Fährt dann aber oder schleift ihn dann noch gerade. Ich meine, dass ein KI-Kollege zumindest den Versuch nimmt, auszuweichen, das hat man ja nicht mal heutzutage in diversen Rennspielen. Ich sag nur Gran Turismo 5, was eine sehr interessante KI hat. Ich weiß nicht, was mittlerweile gepatcht wurde mit diesem 2.0-Patch, der vor einiger Zeit kam. Ich hab's nicht mehr. Aber ja, da konntest du auf der Strecke stehen bleiben. Ach, oh, 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 oh. Einer richtigen Position. Und wäre das jetzt die letzte Runde, hätte ich verloren. Scheiße, jetzt konzentriere ich mich gleich mal. Und wenn du einfach stehen bleibst, die fahren einfach nur geradeaus rein, wie es sozusagen die Geisterspur vorgibt. Da die versuchen nicht auszuweichen, die fahren so, wie es vorgegeben ist. Fertig. Fahren sie einfach rein und versuchen durchzukommen. Die versuchen auch nicht umzulenken, die versuchen nicht kurz Rückwärtsgang einzulegen. Die geben einfach weiter Gas und das ist so dämlich und ja, das hat man hier nicht. Und jetzt bin ich mal ruhig, weil ich muss gewinnen. Ja! Oh, Adrenalin! Geil! Oh. Weiter geht's mit Lance Boyle. Nein, noch nicht. Fertig machen fürs Rennen. E-Test Terrest Trial. Kenn ich nicht. Keine Ahnung. Oh, 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 das sieht ja schon mal aus. Wow. Da würde ich sagen, ich glaube, wir sind bei der 15-Minuten-Marke. Ich glaube, 15 Minuten werden wir es auch belassen. Und da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Oh Mann.